bleibt mir nur eines zu sagen, the stage is yours. Okay, herzlichen Dank. Ja, ich will heute einen Vortrag halten zum Thema Hacker und Internetkultur. Frage, die man sich vielleicht zunächst stellen könnte, warum ich das mache. Deswegen würde ich ein bisschen Background noch geben, wie ich dazu komme. Ich bin Student der Medienbildung, habe den Bachelor 2008 abgeschlossen und dieses Jahr quasi in zwei Wochen den Master abgeschlossen. Und habe mich quasi in meinem Studium eigentlich immer nur oder intensivst mit Internetphänomenen beschäftigt. Wir legen insbesondere so ein bisschen den Blick auf die neuen Entwicklungen im Internet, die sozialen Medien sozusagen. Aber natürlich braucht man dazu ein bisschen Hintergrund und deswegen habe ich mich dann auch schon im Bachelor angefangen mit der Entstehung des Internet und da kommt natürlich zu beschäftigen und da kommt natürlich die Hackerkultur dann auch, je weiter man zurückgeht, irgendwann zum Tragen. Deswegen habe ich mich da schon mehrfach mit beschäftigt und auch das immer mal wieder thematisiert. In meiner Bachelorarbeit habe ich über Wikis geschrieben, was ja auch, wenn man es zurückverfolgt, ein Phänomen ist, was viel von der Hacker-Ideologie, sagen wir mal, in sich trägt. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund und spezifisch für diesen Vortrag habe ich dann nochmal versucht, so ein bisschen einen Bogen zu schlagen. Habe ich versucht, das in drei Teile zu teilen. Der erste Teil wird sich damit beschäftigen, wie meine Perspektive aussieht. Also wir drüben in der Medienbildung, das ist ja ein sozialwissenschaftlicher Ansatz. Da muss man ein paar Begriffe klären, die wir einfach anders benutzen, als sie quasi sonst üblicherweise benutzt werden oder auch nur so einen leichten Ton mit haben. Da werde ich versuchen, ein bisschen Überblick über die Beruflichkeit zu geben und halt zu erklären, wie die Perspektive ist, aus der wir quasi solche Phänomene wie die Hacker-Subkultur betrachten. Dann werde ich versuchen, den Ursprung so ein bisschen nachzuzeichnen, die ersten Hacker, die Entstehung von Hackertum, und versuche dann so einen Bogen zu schlagen über die Entwicklung hin zur Entstehung des Internets und dann natürlich so ein Blick auch in die Gegenwart, was wir heute haben, was quasi aus der Hackerkultur geworden ist, was daraus entstanden ist und was man eventuell schon absehen kann, was noch davon daraus kommen könnte. Erstmal den Begriff der Medienbildung. Das ist ja nicht nur ein Studiengang, sondern es ist in der Tat auch durchaus ein aktueller theoretischer Diskurs, hauptsächlich in der Sozialwissenschaft natürlich. Medien und Bildung, das sind Begriffe, die gerne auch in der politischen Diskussion immer gerne wieder verwendet werden und unter denen dann jeder ein bisschen was anderes versteht. Deswegen versuche ich die jetzt ein bisschen vorzudefinieren, damit auch ein bisschen klar ist, aus welchem Richtung wir das betrachten wollen. Grundlegend gibt es in der Diskussion aktuell, vor allen Dingen, wenn es um Bildungspolitik geht oder andere systemische Bildungsfragen, kommt es immer wieder vor, dass man von aktuell der Informationsgesellschaft und der Wissensgesellschaft spricht. Das ist dann auch meistens ein und dasselbe bei den Leuten, die das verwenden. Und das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Deswegen definieren wir das ein bisschen spezieller. Unter Information, das ist noch relativ einfach und auch meistens Konsens, verstehen wir üblicherweise halt sowas wie Daten oder aufgeschriebenes Wissen, also objektivierte Dinge, die man auch weitergeben kann. Unter dem Begriff Wissen, und das ist vor allen Dingen in der Bildungstheorie ganz wichtig, verstehen wir kontextualisierte Informationen. Das bedeutet, dass Menschen sich diese Informationen angeeignet haben, mit ihrem Bedeutungsgehalt angereichert haben, den sie selber mit reinbringen und quasi etwas konstruieren, was daraus wieder ihnen Handlungsfähigkeit einräumt. Bedeutet, geht so ein bisschen in die Richtung von Konstruktivismus, wo wir sagen, dass man Wissen nicht weitergeben kann, weil Wissen was ist, was jemand individuell für sich herstellt. Und das funktioniert quasi im Kopf selbst und das kann man dann auch nicht wieder einfach auspacken und jemand anderem weitergeben und dann hat er das Wissen, sondern man kann eben daraus wieder zum Beispiel durch Erzählungen Informationen generieren und die kann wiederum möglicherweise einen Prozess bei jemand anders ein- und auslösen, der dann daraus anderes Wissen generiert. Aber das ist nicht so ein klassischer Weg, wo man quasi den Kopf aufmacht und das Wissen raus und packt es bei jemand anderem rein und es funktioniert einfach so. Das ist so eine alte Bildungsvorstellung, wo auch lange Zeit die Schule mit operiert hat, aber das funktioniert einfach nicht. Und das ist dann auch nicht die Art, wie wir das betrachten.
Insofern ist Informationsgesellschaft eher ein Begriff, der so ein bisschen die systemische Seite hervorhebt. Das heißt also, die Tatsache, dass unsere Gesellschaft nach der Industrialisierung in diese Dienstleistungsgesellschaft übergegangen ist, wo halt ein Großteil der Beschäftigung in diesem Sektor stattfindet und wo halt hauptsächlich keine Waren hergestellt werden, sondern eben Dienstleistung angeboten wird oder eben mit Informationen gearbeitet wird. Insofern kann man halt sagen, dass die Informationsgesellschaft so ein systemischer Blick ist auf dieses Gesellschaftssystem, so wie wir es quasi auch wirtschaftlich derzeit definieren würden, während Wissensgesellschaft eher die Rolle und Funktion des Individuums hervorheben soll. Das heißt, die Fragen, die wir uns in der Wissensgesellschaft stellen müssen, ist, wer hat das Wissen, wer verbreitet Wissen, wer, wie wird es verteilt und wer kriegt dann im Endeffekt möglicherweise Zugang zu bestimmten Wissensmustern oder Informationen, aus denen er Wissen generieren kann. Das sind quasi zwei vollkommen unterschiedliche Felder. Und wenn man mit dem einen sich beschäftigt, kann man sich auch mit dem anderen beschäftigen, aber man muss immer versuchen, das ein bisschen zu trennen und zu sagen, was man eigentlich will, ob man jetzt ein systemisches Problem lösen will oder eher eins, was auf das Individuum sich fokussiert. Und wenn man diese beiden Begriffe quasi so vor sich hat, dann kommt der Bildungsbegriff ins Spiel, den wir auch ein bisschen anders verstehen. Bildung wird häufig, vor allen Dingen in den 20-Uhr-Nachrichten, immer gerne mit Bildungssystem und Ausbildung im weitesten Sinne übersetzt, wenn man so will. Der klassische Bildungsbegriff kommt aber eigentlich aus einer Ecke, ursprünglich von Humboldt, wo wir sagen, dass es nicht nur darum geht, was ich in der Schule beigebracht kriege, sondern dass es darum geht, dass ich mir selbst ein Weltbild erarbeite und auch ein Selbstbild, also ein Bild von mir selbst. Und die Bildung insofern verstanden ist einfach sehr viel weiter gefasst als das, was in der Schule passiert. Das ist natürlich auch ein Teil davon, aber jede Art von Sozialisation im Grunde ist oder hängt zusammen mit Bildungsprozessen. Nicht jede Form von Sozialisation ist auch gleich einer, aber das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Also es passiert nicht nur Bildung in Schulen und das Bildungswesen ist nicht alles, wo quasi irgendwie Bildung verortet ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zum gängigen Bildungsbegriff. Und er beschäftigt sich halt im Grunde spezifisch mit diesen Konstruktionsprinzipien von Selbst- und Weltbild. Das heißt, noch vor, sagen wir, 300, 400 Jahren konnte man in der vormodernen Gesellschaft relativ leicht mit einer Form oder einem sozialisierten Wissensstamm auskommen. Da ist man dann in irgendeinem Dorf aufgewachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Dorf verlassen hat, war relativ gering. Und das, was da gegolten hat an Regeln, hat man einmal gelernt, dann hat man die befolgt und dann war das okay. Dann musste man sich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten auseinandersetzen, sondern man hatte quasi eine angestammte Umgebung, in der man sozialisiert war. Und diese soziale Ordnung wurde in aller Regel auch nicht groß verändert. Zumindest über, wenn dann über sehr lange Zeiträume. Mittlerweile in der Moderne ist es so, dass die Form, wie wir sozialisiert werden und die Welt, die sich quasi in die wir rein sozialisieren, so permanent ändert, dass also quasi einmal sozialisiert nicht mehr fürs ganze Leben reicht, sondern dass sich die Welt verändert und man dann irgendwann, je nachdem in welchem Rahmen man aufwächst, zu einem Punkt kommt, wo man Optionen hat, wo man ziemlich viele Optionen hat im Gegensatz zu früher. Beispielsweise gab es sicherlich eine Zeit, in der es ganz klar war, dass die Eltern entscheiden, wen ich heirate. Es gab auch eine Zeit, in der ganz klar war, dass ich den Beruf von meinen Eltern übernehme, dass ich also nicht irgendwie zur Berufsberatung gehe und sage, was glauben Sie denn, was passt für mich? Das sind einfach Veränderungen, die es schon seit 100, 200 Jahren gibt, aber die sich natürlich unheimlich beschleunigt haben in den letzten 50, 60 Jahren. Eben durch diese ominöse Informationsgesellschaft, die auch wiederum alles beschleunigt hat, was an Modernitätsprozessen im Grunde schon angelegt ist. Insofern ist quasi Bildung immer dann interessant, wenn meine persönliche Vorstellung von Welt und mir selbst irgendwie herausgefordert wird. Das passiert ganz häufig, wenn Kulturen aufeinandertreffen. Dann haben einfach die andere Kultur hat eine ganz andere Vorstellung von bestimmten Grundprinzipien und dann habe ich das Problem, dass ich entweder sagen kann, ja, die sind ja doof und dann beschäftige ich mich damit oder ich sage, die könnten ja durchaus auch sich da Gedanken gemacht haben und wenn ich dann die beiden Positionen irgendwie gegenüberstelle und mich damit beschäftige, dann muss ich irgendwie wieder ein neues Weltbild konstruieren, was dann wieder diese beiden Sachen irgendwie drin hat. Und derlei Effekte können halt relativ häufig beobachtet werden
Und es zeigt sich eben auch in der Moderne, dass viel Optionalität und viel Unsicherheit im Grunde zur Verfügung steht. Das kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Es ist beispielsweise heute überhaupt kein Widerspruch mehr, wenn man irgendwie tagsüber der normale Bankangestellte in der Bank ist und tätig ist dort und dann quasi nach Dienstschluss dann sich auf sein Bike schwingt und mit seiner Rockergang irgendwie durch die Felder zieht. Das ist vielleicht irgendwie, stößt das moralische Grenzen bei bestimmten Leuten an, aber es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen und es ist auch kein Problem im gesellschaftlichen Sinne. Also da würde heute irgendwie keiner mehr gesteinigt oder, keine Ahnung, irgendwelche extremen Reaktionen. Natürlich kriegt man vielleicht noch mal eine Augenbraue hochgezogen oder so, aber es ist gesellschaftlich akzeptabel. Und es gibt viele andere Dinge, die wie Homosexualität oder eben interkultureller Austausch, die eben auch akzeptiert sind und wo dann bestimmte Weltbilder dran zerbrechen. Und dann, wenn das passiert, dann kommt immer ein Bildungsprozess. Der kann relativ kurz sein, dass ich sage, nö, puff, weg. Da werde ich aber irgendwie über längere Zeit nicht mitkommen, damit ich nicht über die Runden komme. Und die andere Möglichkeit ist eben, sich darauf einzulassen und dann versuchen, was Neues zu konstruieren. Insofern ist das, was wir halt unter Bildung verstehen, relativ komplex und auch nicht so mit Lernen beschäftigt. Also wir trennen durchaus den Bildungsbegriff auch von Lernen ab. Das ist nicht immer, wenn ich irgendein bestimmtes Wissen aufnehme und auch wenn ich also Informationen aufnehme und Wissen daraus konstruiere, nicht immer findet dann auch ein Bildungsprozess statt, sondern es kann ja einfach sein, dass ich das Wissen erstmal weglege und damit eigentlich nichts mache. Ich weiß das dann halt. Aber das muss ja erstmal nicht in irgendeiner Form für mich eine Handlungsbeeinflussung haben. Also ich muss daraus ja nicht notwendigerweise aus der Erkenntnis, dass ich eben jetzt, weiß ich nicht, algebraische Gleichungen lösen kann, ändert sich mein Weltbild ja nicht unbedingt. Es sei denn, ich kann das dann auch anwenden auf irgendwelche physikalischen Zusammenhänge, die mir auf einmal etwas erklären, was ich mir vorher nicht erklären konnte. Also es ist wichtig, diesen Begriffe zu trennen, Lernen und Bildung, einfach weil Bildungsprozess nochmal was ganz Spezielles und nochmal sehr, sagen wir mal, höher angelegt ist als Lernen. Insofern könnte man sogar behaupten, dass Lernen wahrscheinlich eine Sache ist, die man relativ schnell forcieren kann oder in Gang setzen kann, während Bildungsprozesse immer eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Und wenn man das zusammennimmt dann, und das quasi in die Gegenwart packt mit den aktuellen Verhältnissen, insbesondere halt den medialen Verhältnissen, dann kommt sowas wie Medienbildung dabei raus. Der Begriff ist insofern ein bisschen umstritten, weil ihn verschiedene Leute anders benutzen. Es gibt eben diese Leute, die sagen oder die diesen Bildungsbegriff sich leihen aus dem klassischen Bildungsverständnis von Bildungssystem und Ausbildung und die dann sagen, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, wie wir den Leuten Medien erklären. Das ist nicht das, was wir machen. Das ist auch ein interessantes Thema, ist auch nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn man dann auf nämlich diese Weltbilder trifft, wo die Leute dann sagen, aber was soll ich denn mit den Medien machen? Das Internet ist ja ganz böse. Das sind alles diese Sachen, die man erstmal dann bekämpfen muss, wenn man versucht, jemandem eigentlich nur zu erklären, wie es funktioniert. Insofern hat das auch was mit Bildung zu tun, aber es ist erstmal natürlich die Frage, wie können die das lernen, die man sich eigentlich stellt. Und diese Frage stellen wir uns eben nicht, sondern eher die, oder wir stellen erstmal fest, dass die Welt, in der wir uns bewegen, mehr und mehr durch Medien konstituiert ist. Das heißt, ich kann zwar meine Umwelt natürlich direkt wahrnehmen, aber was in der nächsten Stadt passiert oder möglicherweise auch noch am Ende dieser Stadt oder was im Land passiert, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich nur, wenn ich die Medien konsumiere und sehe im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung, wird mir beschrieben, wie die Welt funktioniert. Und dadurch haben die Medien natürlich so eine Gatekeeper-Stellung, indem sie einfach das bestimmen, was wir von der Welt wahrnehmen können. Und wenn wir diese Welt eben größtenteils medial vermittelt wahrnehmen, dann ist es auch nicht so weit her zu behaupten, dass die Art, wie sie in den Medien präsentiert wird, beeinflusst, wie wir uns dann unser Weltbild zusammensetzen. Und das ist im Grunde genau der Aspekt, wo Medienbildung ansetzt, wo wir sagen, die Struktur von Medien, und nicht unbedingt der Inhalt von Medien, sondern die Struktur von Medien ist bestimmt dafür, wie bei uns das Weltbild erzeugt wird. Und wenn wir quasi die Struktur von Medien uns betrachten, können wir Rückschlüsse ziehen, einmal auf die Zeit, in der diese Medien funktionieren und was das quasi über Gesellschaft aussagt und andererseits natürlich, warum eventuell bestimmte gesellschaftliche Prozesse so funktionieren, wie sie funktionieren, weil sie quasi in den Medien der Gesellschaft angelegt sind. Dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wie Medien quasi Bildungsprozesse beeinflussen. Das eine ist,
dass man ja quasi viele unbekannte Medien erfordern, dass man eine gewisse Offenheit entwickelt. Wir nennen das Tentativität. Das heißt, man muss die Fähigkeit haben,